Hi Leute, in diesem Video geht es über Charles Albright. Charles Frederick Albright ist ein US-amerikanischer Mörder und diagnostizierter Psychopath aus Dallas, Texas, der für schuldig befunden wurde, 1991 eine Frau und vermutlich zwei weitere getötet zu haben. Er ist in der psychiatrischen Abteilung von John Montfort in Lubbock inhaftiert. Als Berufsverbrecher war Albright bereits zuvor für andere Straftaten in Haft gewesen. Charles Albright wurde von Della und Fred Albright aus einem Waisenhaus adoptiert. Seine Adoptivmutter, eine Lehrerin, war sehr streng und übervorsichtig. Sie beschleunigte seine Ausbildung und half ihm, zwei Stufen zu überspringen. Als er als Teenager seine erste Waffe bekam, tötete er mit ihr kleine Tiere. Seine Mutter half ihm wegen seines Interesses, ein Präparator zu werden, dabei sie auszustopfen. Im Alter von 13 Jahren stahl er bereits und wurde wegen schwerer Körperverletzung verhaftet. Mit 15 Jahren schloss er sein Abitur ab und schrieb sich in der North Texas University ein. Er äußerte Interesse an einer Ausbildung zum Arzt und Chirurgen. Er absolvierte ein Pre-Med-Training, konnte es jedoch nicht abschließen. Im Alter von 16 Jahren erwischte ihn die Polizei mit gestohlenem Kleingeld, zwei Handfeuerwaffen und einem Gewehr. Er verbrachte ein Jahr im Gefängnis. Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis besuchte er das Kansas State Teachers College und studierte Medizin. Nachdem er mit gestohlenen Gegenständen erwischt worden war, wurde er vom College suspendiert. Albright stahl Dokumente, fälschte Unterschriften und gab sich fiktive Bachelor- und Masterabschlüsse. Er heiratete seine College-Freundin, mit der er eine Tochter bekam. Im Jahr 1965 trennte sich seine Frau von ihm und ließ sich 1974 von ihm scheiden. Er wurde dabei erwischt, wie er Waren im Wert von mehreren hundert Dollar aus einem Baumarkt stahl, und erhielt eine zweijährige Haftstrafe. Nach weniger als 6 Monaten wurde er jedoch bereits wieder entlassen. Während dieser Zeit begann er, sich mit Nachbarn anzufreunden und ihr Vertrauen zu gewinnen. Er wurde sogar von Anwohnern gebeten, ihre Kinder zu babysitten. Als er 1981 Freunde besuchte, belästigte er deren 9-jährige Tochter sexuell. Er wurde verhaftet, schuldig gesprochen und erhielt eine Bewährungsstrafe. Er behauptete später, er sei unschuldig gewesen, hätte sich aber schuldig erklärt, um einen Streit zu vermeiden. Im Jahr 1984 bewarb er sich um einen Führungsposten der Pfadfinder von Amerika, wurde jedoch abgelehnt. 1985 lernte Albright in Arkansas eine Frau namens Dixie kennen. Er lud sie ein, mit ihm zu leben. Bald zahlte sie seine Rechnungen und unterstützte ihn. Er lieferte am frühen Morgen Zeitungen aus, offenbar um Prostituierte zu besuchen, ohne den Verdacht seiner Lebensgefährtin zu erregen. Die mutmaßlichen Opfer: Mary Lou Pratt. Am 13. Dezember 1990 wurde Mary Lou Pratt, eine 33-jährige bekannte Sexarbeiterin, im Viertel Oak Cliff von Dallas tot aufgefunden. Sie war halbnackt, ihr wurde mit einer Pistole vom Kaliber 44 in den Hinterkopf geschossen und sie wurde schwer verprügelt. Der Gerichtsmediziner berichtete, dass der Mörder beide Augen mit chirurgischer Präzision entfernt und mitgenommen hatte. Susan Bess Peterson. Am 10. Februar 1991 wurde Susan Bess Peterson, eine 27-jährige kaukasische Prostituierte, in der gleichen Straße wie Mary Pratt aufgefunden. Sie war fast nackt und wies 3 Einschusslöcher auf, im Kopf, in ihrer linken Brust und im Hinterkopf. Der Gerichtsmediziner stellte fest, dass ihre Augen ebenfalls entfernt worden waren. Zu diesem Zeitpunkt erkannten die Ermittler, dass es sich um einen Serientäter handeln musste. Shirley Williams. Am 10. März 1991 wurde Shirley Williams, eine afroamerikanische Prostituierte, in der Nähe einer Grundschule tot aufgefunden. Eine Kellnerin fand ihren nackten Körper gegen einen Bordstein gelehnt. Ihre Augen waren entfernt worden, genau wie bei den beiden vorigen Opfern. Sie hatte Gesichtsquetschungen, eine gebrochene Nase und war ins Gesicht und durch die Oberseite ihres Kopfes geschossen worden. Die Verhaftung. Am 23. März 1991 wurde Charles Albright verhaftet und wegen Mordes in 3 Fällen angeklagt. Der Prozess begann am 13. Dezember 1991. Albrights Haare wurden am Fundort der Leichen von Shirley Williams gefunden. Am 18. Dezember 1991 wurde Albright des Mordes an Shirley Williams für schuldig befunden, jedoch nicht des Mordes an den anderen Opfern.
Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir doch einen Daumen nach oben da und ein Abo und vor allem aktiviert die Glocke, damit ihr immer auf dem neuesten Stand bleibt. Dankeschön, Leute, und ciao.